Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Roberta an. Dieser hat über Gardena Mähroboter R40LI geschrieben, welchen er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Was ist ein Mähroboter? Es ist eine automatische Maschine, die eine Dienstleistung für den Menschen erledigt. Ein sogenannter Service-Roboter, der selbstständig den Rasen mäht. Alle Bewegungen, die der Roboter durchführt, müssen nicht von Menschen überwacht werden. Man muss lediglich den Roboter einmalig installieren, einschalten und ihn die Arbeit erledigen lassen. Heute soll es um einen Mähroboter aus dem Hause Gardena gehen. Daher werfen wir vor einen kurzen Blick auf das Unternehmen. Im Jahr 1961 startete Gardena als ein Handelsunternehmen für Gartengeräte unter dem Namen Kress und Kastner GmbH. Namensgeber und Gründer sind Werner Krass und Erwin Kastner. Nach einigen Jahren entstand der Markenname Gardena. Den Durchbruch erlangte das Unternehmen 1968 mit der Einführung des Original Gardena Systems, mit welchem man durch einen einfachen Klickmechanismus Bewässerungskomponenten schnell voneinander trennen und wieder zusammenführen konnte. Gardena lieferte seitdem stets neue innovative und intelligente Gartenhelfer, die man heutzutage in fast jedem Garten findet. Bei Gardena wird der Umweltschutz großgeschrieben, weshalb sie sich konkrete Ziele formuliert haben, um präventiven Umweltschutz zu leisten, mit besonderem Fokus auf energieeffizientes Arbeiten. Seit 2007 gehören sie der Husqvarna-Gruppe an, die die FSC-Kennzeichnung für Holzprodukte trägt. Kurzum bedeutet dies, dass sie sich zur nachhaltigen Forstwirtschaft verpflichten, um das Wohlergehen zukünftiger Generationen sicherzustellen. Betrachtet wird heute das Modell R40LI von Gardena. Geeignet ist dieser Roboter für kleinere Gärten mit komplexeren Flächen, die es zu mähen gilt. Der R40LI verfolgt beim Mähen ein freies Bewegungsmuster, welches dafür sorgt, dass Flächen von bis zu 400 Quadratmeter effektiv bearbeitet werden, ohne unschöne Streifen zu hinterlassen. Der Mähroboter fährt selbstständig in seine Aufladestation, wenn der Akku aufgeladen werden muss, um seine Arbeit fortsetzen zu können. Die Schnitthöhe ist verstellbar zwischen 2 und 5 cm, wobei die Spitzen mit stets rasiermesserscharfen Klingen gekürzt werden. Das Gerät verfügt über keinen Auffangbehälter, sodass der Rasenschnitt als natürlicher Dung liegen bleibt. Er bewältigt zudem Steigerungen von bis zu 25% im Garten, wobei auch unebene Flächen kein Problem darstellen. Damit der Mähroboter weiß, wo er schneiden muss, wird vor der ersten Verwendung ein Begrenzungskabel um die betroffene Fläche gelegt. Die Begrenzungskabel legt man dicht an den Rasen und befestigt sie in regelmäßigen Abständen, ca. alle 70 cm, mit einer Anschlussklemme. Nun platziert man noch die Ladestation des Roboters, welche eine Stromquelle braucht, was man also bei der Installation unbedingt beachten muss. Die Programmierung erfolgt am Gerät selbst. Dort ist ein Display angebracht sowie einige Tasten zur Menüführung, welche weitestgehend selbsterklärend ist. Einstellen lassen sich dort zum Beispiel Mähperioden oder Tage. Nach der Einstellung beginnt der Roboter an den vorgegebenen Zeiten seine Arbeit, auch wenn es regnet. Damit der Mähroboter im Garten zu keiner Gefahr wird, wurden einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ein sensibler Kollisionssensor sowie auch das Begrenzungskabel schützen das Gerät vor Zusammenstoß mit beweglichen oder statistischen Hindernissen. Weitere Sensoren, die Hebung sowie Neigung registrieren, sorgen dafür, dass der Roboter sich sofort ausschaltet, wenn man ihn hochhebt. Zwischen Messer und Gehäuse liegt ein extra großer Abstand, um die Verletzungsgefahr für Menschen und Tiere zu vermindern. Eine unübersehbare Stopptaste, die sich direkt am Gerät befindet, lässt sich schnell und einfach ausstellen. Gegen Diebstahl schützen ein persönlicher PIN-Code, den man zuvor festlegen kann, sowie eine Alarmsicherung. Verbaut wurde ein Lithium-Ionen-Akku, der für ca. 60 Minuten Mähdauer reicht. Die volle Aufladezeit beträgt ungefähr 90 Minuten. Der Energieverbrauch liegt bei 20 Watt, sodass man von einem energiesparenden Gerät sprechen kann, welches zudem noch emissionsfrei arbeitet. Der Roboter wiegt 7,4 Kilo bei Abmessungen von 580x460x255 mm und verfügt über drei Messer, die eine Schnitthöhe von 20 bis 50 mm bei einer Arbeitsbreite von 17 cm erreichen. Der gemessene Geräuschepegel liegt bei 56 Dezibel. Meinen ersten kleinen Roboterhelfer habe ich bei Amazon bestellt. Der Gardena tauchte als Bestseller auf und hatte überwiegend positive Erfahrungsberichte und Bewertungen. Zum Zeitpunkt der Bestellung kostete er 799 Euro. Im Lieferumfang enthalten sind der Mähroboter und dazugehörige Ladestation mit passendem Niedervoltstromkabel mit einer Länge von 10 Metern, 150 Meter Begrenzungskabel, 400 Haken zur Befestigung, 3 Einsatzmesser, Verbinder und 5 Anschlussklemmen. Zunächst muss man einen geeigneten Platz für die Ladestation finden. Die muss zentral in der Arbeitsfläche liegen und an einer Steckdose. Stecker rein, aufstellen und fertig. Danach muss man den Roboter erst einmal aufladen, wofür man ihn einfach in der Station parkt. Währenddessen geht es an das Verlegen des Begrenzungskabels, was deutlich am meisten Zeit beansprucht hat. Da man diese Arbeit jedoch nur einmal verrichten muss, ist das völlig in Ordnung. Bei der Verlegung des Kabels ist darauf zu achten, dass es dicht am Rasen liegt und nicht absteht. Um den Arbeitsbereich sollte keine Schleife mit dem Kabel gebildet werden.
Nun muss man das Kabel noch mit der Ladestation verbinden, sowie das Suchkabel verbinden und anschließen. Mithilfe der Bedienungsanleitung ist das alles relativ einfach erledigt und sollte keine größeren Schwierigkeiten bereithalten. Jetzt sollte man den Roboter noch auf seinen Garten anpassen, dafür gibt es die Timer-Funktion, wo man einstellt, wie oft und an welchen Tagen gemäht werden soll. Die Einstellungen sind schnell getroffen, da das Menü übersichtlich gestaltet ist. Der Roboter läuft nun seit gut 2 Monaten in unserem Garten. Der Garten hat an einer Stelle eine kleine Steigung und sonst eher weniger Unebenheiten, sodass der Roboter eine ideale Fläche zur Verfügung hat. Was sofort positiv auffällt oder besser gesagt nicht auffällt, ist der Lärm. Das kleine Helferlein ist weit entfernt von klassischen Rasenmähern, was die Geräuschebelästigung betrifft, so dass man diesen auch gerne mal an einem Sonntag laufen lassen kann. Das Mähergebnis sieht regelmäßig aus und es muss kaum nachgeholfen werden, höchstens ab und zu mal die Kanten sauber schneiden. Das Schnittgut ist sehr fein zerhackt und ist somit ideal geeignet als Dungen. Dadurch, dass der Roboter regelmäßig arbeitet und schneidet, wird man nach einiger Zeit beobachten können, wie der Rasen insgesamt dichter wird, da der Rasen gezwungen wird, immer neue Halme zu produzieren. Man bekommt also nicht nur einen schönen gepflegten Rasen, der immer eine schöne Höhe hat, sondern hat auch noch langfristig etwas davon, dass sich der Rasen verändert. Wenn man mal in den Weg des Roboters gelangt, stoppt er sofort. Das ist besonders wichtig für uns, da unser Hund ständig im Garten unterwegs ist und öfter mal in die Quere kommt. Ich bin mit dem Mähroboter von Gardena super zufrieden. Es wird einem viel Arbeit abgenommen und mein Rasen sah noch nie so gepflegt aus wie nun und das an allen Tagen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.